Oh. Ach so, das Faultier, ja. Ja. Ja, ich finde es auch lustig, ja. okay, ich weiß nicht, wie hoch die Latenz ist, wann jetzt das mein gesprochenes Wort bei dir oder euch ankommt. Kann schon sein, dass da eine Verzögerung von 1-2 Minuten ist. Da hinten ist doch eine Fackel. Okay, sauber. Wir sind ordentlich im Kreis gelaufen. Geil. Aber das Gute ist, dass wir ein Stück zurück sind. Ne, dann höre ich jetzt mal auf, Fackeln zu setzen. Das heißt, wir haben wieder ein Stückchen zurückgeschafft. Wir sind schon noch ein Stückchen von zu Hause weg, aber nicht mehr so heftig, wie ich dachte. Ich hätte gedacht, wir brauchen locker 1,5-2 Stunden, ehe wir dann wieder zurückgelatscht sind. Aber Gott sei Dank sind wir im Kreis gelaufen. Ach, ist doch schön. Gut. Ja, und das Gute ist jetzt nachts halt, mein Plan scheint da aufzugehen, sieht man die Fackeln. So, das heißt wunderbar, hier, da ist der Weg. Oink. Gut, siehst du, und die Schweine, die fackeln auch. Zwar nicht lange, aber sie fackeln. Wunderbar. Okay, das klappt super mit dem Weg. Ja, da hat man eine gute Idee, glaube ich. Als Atlasersatz erstmal das Mikro tiefer machen. Naja, gut, dass es hackt. Es hackelt ja dolle. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Übertragung liegt. Wer jetzt gerade hackelt es bei mir nicht, sondern läuft eigentlich einigermaßen flüssig. Und das Mikro, das muss ich doch relativ weit oben haben, dass ich auch direkt reinsprechen kann. Sonst, warte, wenn ich es jetzt ein bisschen runternehme oder weggehe, den hört man mich nicht mehr. So. Okay, genug gefressen. Nee, Fackeln haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Zack. So. Jetzt müssen wir darüber auf die andere Seite. Autsch. Oh, Marvel. Tatsache, Marmor. Okay, aber das ist dieser falsche Marmor. Da kommt dann so ein Cobblestone raus und nicht glatter Marmor. Ja, dann ist es die Verbindung. Ja, dann wird es sein. Ich weiß nicht, ob man da in den Streaming-Einstellungen irgendwie, ob ich da nochmal was nachbessern muss oder so. Aber ich weiß nicht. Eigentlich dachte ich, ist das schon einigermaßen optimal. So, komm mal hoch hier. Stell dir nicht so an, hier, komm. So. Hops, hops. Ich würde es gern mehr von meiner Larve sehen. Ja. Nee, aber das ist schon. Wie gesagt, sonst hört man das nicht richtig, wenn ich spreche. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis von Musik zu Sprache ist und Ingame-Sound, ob das hinhaut oder ob irgendwas zu laut ist oder lauter könnte oder. Weiß ich nicht. Kannst du mal was zu sagen? Passt das? Oder müssen wir irgendwo noch nachbessern? Hört man denn überhaupt, dass ich Hintergrundmusik anhabe? So, jetzt müssen wir darüber. Mäh. Da brennt ein Schaf. Oh, Marvel. Oh, hätte ich jetzt eine Spitzhacke, dann hätte ich auch Marble. Passt, super. Oh, zu wenig ein Herzchen. Das freut mich, dankeschön. Oh, jetzt hackelt es bei mir aber gerade. Das liegt jetzt, glaube ich, daran, weil wir gerade ein Biom verlassen, dieses Schneebiom, und er komplett neu laden muss. Jetzt läuft es gerade wieder ein bisschen flüssiger, aber er lädt im Hintergrund ganz schön hakelig die Landschaft nach. Okay, supi. Das freut mal. Das freut mal richtig. So, okay. Reise. Da hinten leuchtet es auch, aber das wird wahrscheinlich eher Lava sein. Ja, das ist Lava.
Hey, wir folgen mal hier unserem Fackelchen. Hey. Hey. Ich sehe nichts. So. Hier. Ah, wunderbar, wunderbar. Das klappt super. Hier haben wir noch Textilgarten. Den nehmen wir uns mit. Das braucht man nämlich. Bock, bock, bock. Bock, bock. Ein Huhn. So, na komm, lad mal. Jetzt kommen wir in eine bergige Region. Es kann sein, dass wir dann gar nicht mehr so weit weg sind. Geh mal nach oben, wo es leuchtet. Da? Da hatte ich bloß zwei Fackeln oben auf den Berg raufgestellt. Auf dem Hinweg schon. Dass man ja dann auf dem Weg von weiter weg schon gut das Licht sieht. Und dann, ja, deswegen leuchtet es da oben. So, hier haben wir die schwebenden Felsen. Wie auch immer das geht, ich weiß es nicht. So, da hinten, da leuchtet es. Da wird wahrscheinlich Lava drin sein. Ja, hier ist Lava drin. Was ist das für grüner Stein? Ah, nee, aber da, das ist mir zu heiß. Im wahrsten Sinne. Ach so, jo. So, da haben wir noch einen einsamen Felsen. Ist das jetzt Vollmond oder ist das Neumond? Wer weiß. Okay, gleich geht die Sonne wieder auf. Was aber für uns heißt, dass wir die Fackeln nicht mehr so gut sehen. Ah ja, doch, aber wir sind schon fast zu Hause. Hier, das ist die Höhle. Ich meinte, die so krass... jetzt bin ich im Wasser. Pass auf. Gleich wird es wieder hell, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Das ist die Höhle, die ich meinte, wo ich vorhin sagte, okay, hier, mach da noch ein kleines Nebenprojekt, dass ich noch woanders ein bisschen rumbaue. Und da hatte ich mir vorgestellt, dass man die Höhle hier vielleicht hier noch ein bisschen mehr auskratzt quasi. Und dann hier vorne schön Mauern zieht und dann so ein bisschen Helmsklamm-mäßig ausbaut. Dann vielleicht hier noch so einen Graben rum, so einen Burggraben mit Wasser, in Anführungsstrichen. Dürfte funktionieren. Jo. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, hier hoch. Und das Gute ist, ich bin der Meinung, wir sind jetzt wirklich fast zu Hause. Genau, hier sind die Heidelbeeren, die aber irgendwie keine Beeren geben. Wir können bloß die Büsche abreißen und mitnehmen. Wir haben bei uns auch schon welche gepflanzt. Aber da, die schmeißen einfach keine Heidelbeeren ab, merkwürdigerweise. So. Okay, es wird hell und wir sind gleich zu Hause. Dab, dab, dili, dab, dab, du, du. Schön. Genau hier sind wir wieder im Auenland. In unserem geliebten Auenland. Okay, da hinten ist schon ein Dörfli. Dann ist... Oh Gott, jetzt hackelt's gerade. Bei euch dann höchstwahrscheinlich auch. Wenn da das Dorf ist, dann ist unser Haus nicht mehr weit. Genau, da sieht man schon das H für Höhle. Z. Da. Und gleich baut sich unser Haus auf. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Na komm. Na komm. Na? Lade? Ach nee, da ist es. Oh. Ja. Da ist unser Haus. Krass, wie viele Fenster. Sieht aus wie ein Schweizer Käse. Ja. Da könnte auf jeden Fall noch auf die Höhe hier ein Balkon hin. Oh, Tipp mit dem Fenster muss ich mir nochmal besser überlegen. Zum einen sind die so schmal. Also die sehen eher aus wie Schießscharten. Deswegen bin ich der Meinung, dass die ruhig ein bisschen höher könnten. Die könnten, also von der Gesamthöhe der Fenster, ja, doppelt so hoch sein. Dann sind es nicht so schmale Schlitze. Jo. So, ne, siehst du, dann sind wir wieder zu Hause angekommen. Success.
Ja, genau, das ist die Übertreiberhütte. Jetzt ist es so für diejenigen, falls hier noch jemand so zwenigen zuguckt, die sonst auf YouTube die Folgen gucken. Es kann sein, dass ihr jetzt gespoilert werdet, weil bei YouTube sind wir, glaube ich, gerade erst bei der zweiten Etage. Und wie hier unschwer zu erkennen ist, ja, haben wir das komplette Haus schon aufgestellt. Der Innenausbau ist noch nicht so. Oh. Tatütata. Der Innenausbau ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Aber das Grundgerüst steht schon mal. Ja, wir haben auch einen kleinen Garten, den habe ich uns mal angelegt, dass wir auch entsprechend Futter haben. Ja, dann mache ich jetzt mal eine kurze Hausführung. Wenn wir jetzt eh schon spoilern, dann doch richtig. So. Das ist der Hütte. Der Übertreiberhütte. Man sieht hier verschiedene Galerien. drei Stück an der Zahl. Das Obergeschoss, also ja, da wo man jetzt bloß die Decke sieht. Und das sind nochmal zwei oder drei Etagen. Also das ist wirklich mächtig übertrieben. Da ging es ein bisschen mit mir durch. Also ganz so heftig hatte ich es mir nicht gedacht. War schon der Meinung, okay, das wird ein großes Ding, aber dass es doch so ein Riesen-Hoshi wird, habe ich anfangs nicht gedacht. So, genau, hier haben wir den Kellereingang. Dafür hatte ich auch erstmal den Marble gesammelt, dass wir das hier noch ein bisschen auskleiden können. Also können wir uns ein schickes Kellerchen machen, obwohl das eigentlich mit dem Andesit auch schon ganz gut aussieht. Aber ja, so habe ich jetzt erstmal den Kellereingang. Schön weiß. Passt. Okay, und da muss ich mal gucken, hier werde ich wahrscheinlich eine kleine Abstellkammer machen. Eine Küche, habe ich mir gedacht, können wir hier hinten reinbauen. Hier haben wir schön viel Platz. Hier geht es noch runter zu so einer Art Servicegang oder was auch immer. Keine Ahnung. Und ja, hier lässt sich schon eine schöne Küche reinbauen. Ich habe in einem Video gesehen, dass es auch so Fahrstühle gibt. Sowohl Fahrstühle als auch Leitern. Ja, Leitern, klar. Und das wäre, glaube ich, eine Überlegung wert, hier eins zu bauen. Genau, da steht unser Bettchen vorerst auf dem Flur. Ich habe mich noch nicht entschieden, was hiervon das Schlafzimmer werden soll. Warum ich hier eine Tür reingebaut habe, weiß ich auch nicht. Aber hier dachte ich, wenn wir dann später so Sachen aufstellen wie, wie sieht nicht, diese Schwertsockel und so, dass es so eine Art Waffenkammer wird. Wenn hier dann Rüstung und Schwerter und so Sachen am Start hat. Okay, da haben wir das große Fenster, dass hier auch ein bisschen Licht reinkommt. Noch mehrere kleine. Und wir gehen mal weiter nach oben. Also hier könnte ich mir allerdings auf der Etage auch die Küche vorstellen. Oder man macht hier eine richtig große. Das wäre natürlich auch geil. So. So, hier habe ich noch eine kleine Öffnung, dass man hier mal gucken kann, wenn man irgendwas ausbessern müsste oder so. Kann man hier hinten noch lang tapern. Da drüben das gleiche. Und hier kommen wir dann in eine der oberen Etagen, wo wir. Was, wenn. Ach so, die Burg. Heute. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich genug Eisen habe für die ganzen Spitzhacken. Ich weiß noch nicht. Ich überlege mir das mal ein bisschen. Wenn nicht, muss ich vorher noch mal kurz eine kleine Höhlentour machen, so ein halbes Stündchen, Stündchen. Und da erstmal noch Eisen sammeln. Denn für so ein Großprojekt wie so eine Burg braucht man Unmengen an Spitzhacken, weil da hat man natürlich mächtig Verschleiß, ne? Weil das soll ja episch werden, diese Burg. So, ja, hier haben wir auch nochmal ein bisschen größeres Fensterchen, wo ich halt überlegt habe, ob man die anderen Fenster nicht auch so eher in der Größe macht, dass sie wirklich eine Zweierhöhe haben und nicht bloß diese Einserhöhen Schießscharten.
Jo, genau. Oh, da ist noch ein Block, wo keiner hin sollte. Ach, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. So, genau. Und das ist hier die oberste Etage. Das ist quasi so der Dachboden. Wir haben auch nochmal eine kleine Luke reingebaut. Und hier haben wir noch die Treppe aufs Dach. Ja, die Musik dazu. Episch. Okay, wie ich sehe, hackt es ein wenig. Also jetzt dürfte es gerade nicht an der Internetleitung liegen, sondern wirklich am Rechner. Ja, der läuft natürlich auf Kotzgrenze die ganze Zeit, ne? Auf gut Deutsch. Ja, ach genau, da hinten. Als wir in der... jetzt spoilere ich noch weiter. Wir waren schon einmal auf einer ganz kurzen, ganz kurzen Kurzreise und haben eine Pagode entdeckt gehabt. Daher auch dieses Schwert. Seht ihr gar nicht, das ist der Chat vor. Ja, das ist hier so ein Mui Tsurugi, irgendwas hier, Matsumoto, Kawasaki, Honda, Wumhoshi. Genau, das haben wir da gefunden, und zwar in einer großen Pagode, als auch diesen roten Fächerahorn. Und ich konnte natürlich nicht umhin, mir ein paar Setzlinge mitzunehmen und den dort zu pflanzen. Apropos Setzlinge. Wir haben ja vorhin diese nette Kirschblüte gefunden gehabt. Und die wollte ich ja noch ein, zwei davon einpflanzen. Allein, dass die wachsen können und wir daraus neue Saplings ziehen können. Nee, hier springe ich nicht runter, da wäre ein bisschen sehr hoch. Da fällt der Junge sonst aus den Latschen. Wo ist die Treppe? Da hinten. Okay. Hackett ist noch. Ist ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen kann, dass es weniger hackelt. Tut mir leid. Das hackt ja nicht wenig, aber das scheint gerade an der Verbindung zu liegen. Er läuft gerade mal auf... Jetzt ist wieder im grünen Bereich. Jetzt wieder im roten. Jetzt wieder im orangen. Gelb. Rot. Krass. Okay, wir sind jetzt gleich... Wow. Wir sehen mal auf 7 FPS runter. Man sieht gerade gar nichts gefühlt. Burg. Okay, ja, Burg. Ich werde mal gucken. Ich gucke jetzt erstmal die Truhen durch. Wie viel Eisen wir haben. Ja, das hackt mega. Kann das sein? Das hackelt mega, oder? Okay, ich gucke jetzt erstmal hier nach Eisenbarren durch. Hier haben wir keine drin. Hier haben wir nochmal 7 drin. Die nehmen wir uns mit raus. Da ist sogar noch eine Spitzhacke. Oh, hier haben wir sogar noch ein bisschen Eisenerz. Den können wir noch ein bisschen schmelzen lassen. So, kriegt sie das jetzt wieder ein? Ne, das hackelt immer noch. So, ne, hier hatte ich gerade schon reingeguckt. Da ist nichts drin für uns. Eine Crafting Bench. Glowstone Staub, stimmt, das haben wir auch noch gefunden. Dadurch, damit wollte ich noch ein paar Lichter machen. Okay. Zuckerrohr müssten wir noch anpflanzen. Oh, 64 Eisenerz. Gut. 10 Goldbarren haben wir auch noch da. Hier haben wir noch Redstone. Und jede Menge Marble. Oh, ich müsste das alles mal sortieren, aber das ist so eine Mammutaufgabe. Hier haben wir noch eine Hacke. Okay, jetzt die Frage, haben wir denn eigentlich genug Kohle für... Ja, hier haben wir Kohle. Da haben wir Kohle für den Spaß. Ein Kürbis. Oh, warte, da war noch...
So, hier nochmal 64 Eisenerz. Bam. Es hört nicht auf zu ruckeln. Hm.